Damit willkommen zurück auf dem Smartphone-Vlogger-Kanal. Wie immer vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Wir sprechen heute über das Honor 50 Pro. Und noch besser wird es wohl in diesem Jahr nicht. Das hört sich jetzt ein bisschen deprimierend an, so ist es gar nicht gemeint, aber es gab noch Spekulationen rund um ein Honor 50 Pro Plus. Und das gibt es nicht. Damit ist das Pro-Modell das bestmögliche Smartphone, was Honor Stand jetzt für dieses Jahr liefert. Und erstmal müssen wir uns, glaube ich, generell ein bisschen darüber freuen, dass es Honor Smartphones gibt. Und die werden, das wurde mittlerweile schon bestätigt, ja auch zu uns nach Deutschland kommen. Und auch das ist ein Riesending, denn damit hat sich Honor von Huawei endgültig gelöst und Google Services gelangen dann auf den Honor Smartphones zu uns. Doch sprechen wir über das beste Honor Smartphone, das wir bekommen können. Das Honor 50 Pro besitzt ein 6,72 Zoll großes OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz und dazu gibt es auch nochmal HDR10 Plus. Soweit, so gut. Wäre da nicht noch der ein oder andere Kritikpunkt? Beginnen wir erstmal mit dem Display selbst, denn das ist an den Kanten abgerundet und das ziemlich stark. Viele von euch mögen das nicht, inklusive mir, wie beim OnePlus 9 Pro. Da fand ich es allerdings wiederum gut, denn es war nicht übertrieben abgerundet und war dadurch wirklich ein Handschmeichler. Anders sieht es aber jetzt hier bei dieser Version aus und das ist typisch Huawei, denn diese Handschrift trägt das Smartphone noch. Darüber hinaus haben wir auch nur eine Full HD Plus Auflösung und da muss ich sagen, in einem Pro-Modell erwarte ich dann QHD. Und ja, man könnte jetzt sagen, man braucht das Ganze nicht. Das kann auch gut sein, aber sind wir doch mal ehrlich, wenn ich mir einen Porsche kaufe, dann möchte ich auch das Bestmögliche da drin haben. Und diesen Anspruch habe ich, sobald ein Gerät Pro am Ende hat. Und gerade dadurch, dass es kein Pro Plus Modell gibt, hätte ich mich darüber hier gefreut. Wer weiß, vielleicht kommt Honor auch noch mit einem Ultramodell Ende des Jahres um die Ecke. Das ist aber jetzt reine Spekulation von mir. Wie seht ihr das Ganze? Findet ihr, dass man unbedingt QHD Plus braucht oder sagt ihr, hey nein, das brauchen wir nicht, Full HD Plus reicht mir vollkommen? Schreibt es gerne mal hier unten in die Kommentare. Honor darf etwas, das Huawei nicht darf, und zwar Qualcomm-Chips verbauen. Okay, bei dem Prozessor handelt es sich um den Snapdragon 778 und dieser ist 5G-fähig. Und genau das gilt es zu erwähnen, denn Huawei darf mittlerweile auch einige Chips von Qualcomm benutzen, diese dürfen aber dann nur 4G-fähig sein. Klar, für uns in Deutschland ist das vielleicht noch nicht das Riesenthema, aber natürlich setzen wir auch auf die Zukunft und möchten dann ein 5G-fähiges Smartphone mit dabei haben. Mit dabei haben wir da noch 8 GB RAM und einen internen Speicher von 256 GB. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze zusammen verhält, denn wir haben jetzt hier den Snapdragon 778 verbaut und der ist für Qualcomm natürlich sehr interessant, denn man kann das Ganze als Aushängeschild benutzen, dass man Honor jetzt wieder mit an Bord hat und das macht sich medial natürlich ganz gut, dass man das neueste Top-Smartphone von Honor mit dem Qualcomm 778 ausgestattet hat. Aber sind wir wirklich jetzt mal ganz ehrlich, am Ende dreht sich bei diesem Smartphone viel um die Kamera. Warum? Denn hier sehen wir Technologie, die wir eigentlich bei Huawei gesehen hätten und jetzt wird sie 1:1 kopiert auf Honor. Und das ist nicht als Vorurteil gemeint, denn es gilt hier auch zu erwähnen, dass natürlich bis vor einem guten halben Jahr beide Unternehmen noch eng miteinander gearbeitet haben und innerhalb von diesem kurzen Zeitraum kann man nicht erwarten, dass jetzt das Honor-Smartphone komplett anders aussieht als ein potenzielles Huawei-Smartphone. Und hier haben wir dann ein Quad-Kamera. Setup besteht aus einer 108 Megapixel Hauptkamera und dieser riesige Kamerabump bzw. diese zwei großen Linsen, wie auch immer man das Ganze beschreiben möchte, ich finde, das ist sehr beeindruckend und zeigt nochmal, dass der Fokus wirklich auf der Fotografie liegt. Unter der 108 Megapixel Kamera befindet sich dann nochmal eine 8 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, eine 2 Megapixel Makrokamera und nochmal einen 2 Megapixel Bokeh Shooter. Und das sind echt so Kleinigkeiten, wo ich gespannt bin, wie gut das Ganze am Ende funktioniert. Natürlich wird es immer schön beworben und dass es auch gut aussieht, aber wenn ihr euch eure Smartphone-Kamera mal anschaut, welche Kameras davon benutzt ihr wirklich? Natürlich die Hauptkamera und auch die Ultraweitwinkelkamera. Natürlich noch so ein bisschen den Zoom, aber dann war es das schon bei den meisten von uns. Deshalb frage ich mich immer wieder, warum nicht einfach zwei geniale Kameras entwickeln und den Rest auf Seite schieben. Aber das ist ein genereller Kritikpunkt und den habe ich jetzt nicht nur hier bei Honor. Und ich habe es ja gesagt, der Fokus liegt auf der Fotografie bei diesem Honor Smartphone und das merkt man auch, wenn man das Smartphone rumdreht. Denn hier haben wir ein Dual Punch Hole. Da drin verbirgt sich eine 32 Megapixel Kamera und eine 8 Megapixel Ultraweitwinkel Kamera. Und hier kommt das endlich zum Tragen, was die Hersteller immer wieder bewerben. Hey, wir können Fotos mit all unseren Freunden zusammen machen. Das ist cool, aber jetzt sind es mal 3-4 Leute mehr und man merkt, oh, das passt nicht und der Arm ist zu kurz. Genau dann brauchen wir doch eine Ultraweitwinkelkamera. Natürlich ist das designtechnisch immer so eine Sache auf der Front. Ne? Wir möchten ja möglichst viel irgendwie vom Display bekommen und wenn wir dann so ein großes Punch-Hole haben, geht natürlich etwas verloren. Aber was sollen dann die Apple-User sagen?
Als ich die Daten gesehen habe, habe ich wirklich mit der Stirn gerunzelt, denn ein 4000 mAh Akku in einem Pro-Modell, wie im alles in der Welt soll das funktionieren? Zumindest im Android-Bereich. Dann habe ich mir aber das Ganze mal genauer angeschaut und habe gesehen, okay, es gibt Wireless-Charging mit über 50 Watt, es gibt 100 Watt-Charging mit Kabel und das bedeutet, in etwas knapp um 20 Minuten könnt ihr euer Gerät von 0 auf 100 schießen. Bleibt natürlich immer noch das Problem, dass wenn der Akku innerhalb von einem halben Tag leer geht, man trotzdem genervt ist, auch wenn das Ganze schnell zu laden ist. Aber davon gehe ich wirklich nicht aus bei den Honor Smartphones, denn softwareseitig hat man hier die Magic UI 4.2 mit an Bord. Und solange ich schon Honor Smartphones getestet habe, habe ich immer wieder festgestellt, im Hintergrund wird sehr viel gekappt. Und das führt dazu, dass die Akkulaufzeit wirklich genial ist. Und das mit diesem schnellen Laden nochmal mit dazu, ja, das könnten am Ende mal 6 Stunden Screen-On-Time werden. Und das erwartet man doch eigentlich schon heutzutage von einem Smartphone. Für ein Pro-Modell ist das Honor übrigens sehr leicht, denn es wiegt gerade einmal 187 Gramm. Das könnte vielleicht auch daran liegen, dass der Akku nicht allzu groß bemessen ist und dann kommt das mit dem Gewicht schon wieder hin. Naja, das ist auch egal, wir haben dafür endlich die Google Services mit Android 11 mit an Bord. Ein Fingerabdrucksensor unter dem Display, NFC ist mit dabei, Stereo-Lautsprecher und. Also dieses Gerät ist wirklich vollgepackt mit den Dingen, die man haben möchte. Trotzdem gibt es den einen oder anderen Kritikpunkt, der von meiner Seite beim Prozessor leider liegt und auch beim Display. Hätte ich mir vielleicht noch mal einen Tick mehr gewünscht. Nichtsdestotrotz freuen wir uns doch erstmal, dass Honor wieder bei uns zu haben ist, beziehungsweise mit Google Services und damit endlich das Tochterunternehmen von Huawei bei uns ist. Vielleicht wird auch hier in Zukunft noch mehr Huawei-Technologie drin sein, so dass wir quasi hier einen Huawei Lite bekommen. Naja, wie auch immer, die Geräte kommen zu uns nach Deutschland und sobald sie verfügbar sind, habe ich das Ganze auch für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Apropos Videobeschreibung, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, wie viel würdet ihr für dieses Smartphone von Honor ausgeben. Ich bin gespannt, wie viel ihr dafür veranschlagen würdet. Es gibt gute Sachen, es gibt Dinge, die mir nicht so gut gefallen. Trotzdem ist es ein sehr interessantes Smartphone und gerade mit den knalligen Farben ist das echt ein Hingucker. Also ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Und mit dabei sein könnt ihr auch wieder und zwar abonniert den Kanal, setzt die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Und bevor das Ganze hier zu lang wird, sage ich vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Sei beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bleib gesund, macht's gut, bis demnächst. Dein Smartphone-Blogger.